Als alleinstehendes Mädchen mit einer Behinderung war es schwer, auf dem Land zu überleben. Mit einem Mikrokredit von Brot für die Welt konnte ich einen kleinen Lebensmittelladen eröffnen. Ich freue mich, dass ich schon viele Kunden habe. Den Kredit habe ich bereits zurückgezahlt. Um auch anderen behinderten Frauen zu helfen, habe ich einen Verband gegründet. Ich danke allen für die Unterstützung. Am Donnerstag liest sich unser Programm so. Schwarzenberg und Abertami kooperieren bei Projekt. Mettenschicht beendet Bergjahr in Hohenstein-Ernsthal. Und alle Jahre wieder mit Dampf und Nikolaus auf großer Fahrt. Glück auf! In unserem Aufmacher wollen wir heute einmal über den Tellerrand hinausblicken. Denn Bergbau und die damit verbundenen Weihnachtstraditionen gibt es nicht nur im Erzgebirge. Der Bergbau erstreckte sich auch in das Zwickauer Land. Gersdorf beispielsweise gehört zum Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier dazu. Und auch Hohenstein-Ernsthal ist sich der bergbaulichen Traditionen bewusst. Eine Mettenschicht gehört darum auch in die Stadt des Motorrad-Grand Prix, genauso wie ein Bergaufzug, wenngleich der allerdings etwas kleiner ausfällt. Zur Mettenschicht in Hohenstein-Ernsthal erlebte man in den letzten Jahren das unterschiedlichste Wetter. Nun, zur 18. Auflage, wurde dem Freundeskreis Geologie und Bergbau ein feuerroter Sonnenuntergang beschert. Gestartet wurde die Mettenschicht traditionell mit einem kleinen Bergaufzug, der von der Dresdner Straße hinauf zur Kaue des St. Lambertus-Schachtes führte. Nicht nur die Anzahl der am Umzug teilnehmenden Personen stieg in den vergangenen Jahren, sondern ebenso die der Besucher. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Freundeskreises Geologie und Bergbau ließen sie auch das Bergbaujahr 2015 ausklingen. Zuvor informierte der Vorsitzende Thomas Posern über die geleistete Arbeit der Vereinsmitglieder. So leistete zum Beispiel die Ausgruppe Mineralogie ganzjährig unzählige Stunden für die Erweiterung unserer vereinseigenen Mineraliensammlung. Die AG Mineralogie unterstützte zudem die Jugendgruppe bei der Vorbereitung und Durchführung von Exkursionen. Führte im März ihre sehr erfolgreiche fünfte Mineralienbörse im Veranstaltungszentrum unseres Hauptsponsors Sparkasse Chemnitz durch. Die Arbeitsgruppe Bergbau leistete mit 8 Mitgliedern 400 Arbeitsstunden für den Erhalt und den Ausbau des Besucherbergwerkes. Im Sommer war das Kabeljournal Röhrsdorf mit der Kamera bei einem Arbeitseinsatz mit unter Tage und bekam einen Einblick, welche Arbeit bis 43 Meter unter der Erde geleistet wird. Dort unten kann man zudem Hohenstein-Ernsthaler Bergbaugeschichte hautnah erleben. Die Möglichkeit, unseres Besucherbergwerks zu befahren, gibt es im Jahr von März bis Oktober, den letzten Samstag, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr. Viele Arbeitsstunden wurden außerdem bei der Sanierung des Huthauses geleistet. Die setzt sich 2016 fort. Musikalisch begleitet vom Posaunenchor klang am St. Lambertus-Schacht das Bergjahr 2015 aus. Von Hohenstein-Ernsthal zurück in den Erzgebirgskreis und damit Meldungen vom Donnerstag. In Schwarzenberg wurde mit Eisen, Zinn und Handwerkskunst in Schwarzenberg und Abertami, Zeitzeugen der montanen Kulturlandschaft Erzgebirge Kroschnohori, ein ehrgeiziges Projekt gestartet. Ziel auf sächsischer Seite ist die komplette Sanierung des Gebäudekomplexes Herrenhof Erlerhammer mit einer geschätzten Bausumme von ca. 2,85 Millionen Euro. Die Stadt Abertami plant, ein Gebäude im Stadtzentrum, welches sich im desolaten Zustand befindet, zu sanieren und darin ein Museum zu installieren. Der Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Schwarzenberg und der Stadt Abertami wurde im Rathaus Schwarzenberg von der Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer und dem Bürgermeister Zdeněk Lakatos unterzeichnet. Noch in diesem Jahr soll der Antrag auf Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung eingereicht werden.
Große Aufregung im Kreissaal der Kliniken Erlabrunn. Das Team der Geburtshilfe fieberte am 11. Dezember der 400. Geburt in diesem Jahr entgegen. Um 8.19 Uhr war es soweit, Susanne Reinhold und Matthias Bayreuther sowie Schwester Jessica aus Breitenbrunn freuten sich über ihren kleinen gesunden Florian. Aber damit nicht genug. Vater Matthias krönte das freudige Ereignis mit einem Heiratsantrag auf dem Strampler des kleinen Florian. Mama, willst du meinen Papa heiraten? Was sollte Mama Susanne anderes sagen als, ja, ich will. Dr. Nenad Dragolic übernimmt ab 1. Februar 2016 als Chefarzt die Leitung der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Stolberg. Die Geburtshilfe muss allerdings zeitlich begrenzt ausgesetzt werden. Der 55-Jährige wurde in Gorazde im ehemaligen Jugoslawien geboren. Er lebt und arbeitet seit 1993 in Österreich, seit 2003 in Deutschland und hat eine solide Weiterbildung absolviert. Seit 2003 führte er bereits über 2900 meist gynäkologische Operationen durch und begleitete über 3000 Geburten. Dennoch ist es nicht zu vermeiden, dass Geburten ab Jahresbeginn 2016 im Kreiskrankenhaus Stolberg vorübergehend nicht stattfinden können. Dem Haus ist es nicht gelungen, die ab 1. Januar bestehenden Lücken im Hebammenteam wieder neu zu besetzen. Die Sicherheit für Mutter und Kind steht an erster Stelle. Deswegen muss die Geburtshilfe vorerst pausieren, so das Kreiskrankenhaus Stolberg. Man arbeite aber mit Hochdruck an der Personalgewinnung. Auch in Schwarzenberg wird alljährlich ein Ehrenpreis an Bürger vergeben, die sich in besonderem Maße gesellschaftlich engagieren. In Schwarzenberg ist das seit 10 Jahren das Schwarzenberger Edelweiß. Das ging 2015 an Gunther Hertel, Gisela Schmidt und Regine Schreier. Bei Gunther Hertel wurde besonders seine Arbeit im Grünstädtler Kirchenvorstand gewürdigt. Gisela Schmidt ist in Erlal-Krandorf in hohem Maße gesellschaftlich engagiert, unter anderem als Vorsitzende des Heimat- und Schulvereins. Regine Schreier aus Grünhain wurde für ihr außerordentliches Engagement im Sportakrobatikverein Schwarzenberg geehrt. In Stolberg hat sich der Stadtrat wieder mit Schloss Honeck beschäftigt. Beschlossen wurden Bauarbeiten im Westflügel des ehemaligen Frauengefängnisses. Ein Teil des Objektes soll zu einer Gedenkstätte werden. In Annaberg-Buchholz wird seit Donnerstag eine neue Stadtführung angeboten. Annaberg-Buchholz ist spitze, das Klöppelhandwerk historisch und modern, lädt zu einer 90-Minuten-Tour durch die Stadt ein. Mit der amtierenden Annaberger Klöppelkönigin erleben die Teilnehmer nicht nur historische Orte, sondern lernen das textile Handwerk als gelebte Brauchtumspflege und Produktionsbranche kennen. Alle Jahre wieder schickt der Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde seinen dampflokbespannten Museumszug bei der Nikolaus- und Lichterfahrt auf die Reise von Schwarzenberg nach Schlettau. Die 75-jährige Vereinsdampflok hatte keine Mühe, die beiden ausverkauften bzw. fast ausverkauften Züge bis zum heimlichen Hauptbahnhof der Erzgebirgsbahn nach Schlettau und wieder zurückzubringen. Im Zug hatten die VSE-Weihnachtsfrauen und Männer alle Hände voll zu tun, allen kleinen Fahrgästen nach einem Lied oder Gedicht eine süße Überraschung zu überreichen. Nun legt der Museumszug eine Winterpause ein und geht Ostern 2016 wieder auf die Reise. Osterfahrt und Spaziergang führen dann ins Vogtland. Und schon ist heute der 17. Dezember. Die Zeit rast Richtung Weihnachtsfest. Am Adventskalender wird das 17. Türchen geöffnet. Hinter unserem bildlichen Türchen verbirgt sich heute die biblische Weihnachtsgeschichte in einer Bergbaulandschaft des 19. Jahrhunderts. Dass die mit vielen Traditionen belegte Weihnachtszeit im Erzgebirge auch Neues hervorbringt, das sieht man anhand der bergmännischen Krippe in Annaberg-Buchholz. In diesem Jahr wurde das einzigartige Meisterwerk der Holzbildhauerkunst fertiggestellt. Das außergewöhnliche Kunstprojekt wurde seit dem Jahr 2000 unter der Regie der Stadt von renommierten erzgebirgischen Holzbildhauern in die Tat umgesetzt.
Die bergmännische Krippe besteht aus äußerst filigran gestalteten, etwa 1,20 Meter großen Holzfiguren. Sie zeigen das biblische Weihnachtsgeschehen in einer Bergbaulandschaft des 19. Jahrhunderts. Beispielhaft macht die Krippe die enge Verbindung von Bergbau, Glaubens- und Stadtgeschichte deutlich. Die meisterhafte handwerkliche Gestaltung der Figuren weist auf die Schnitzer- und Holzbildhauertraditionen hin, die es im Erzgebirge seit Jahrhunderten gibt. In den letzten 15 Jahren wurden 35 Personen in Holz verewigt, die zusammen eine Annaberger Weihnachtsgeschichte darstellen. Aufgestellt sind die Figuren in der Bergkirche St. Marien am Annaberger Markt, die selbst ein besonderes Kleinod ist. Wenn Sie also am letzten Adventswochenende noch nichts vorhaben, ein Ausflug nach Annaberg-Buchholz lohnt in jedem Fall. Vielleicht verbinden Sie das ja mit einem Besuch des Weihnachtsmarktes. Immerhin hat der in der Hauptstadt des Erzgebirges eine sehr gute Benotung beim großen Weihnachtsmarkttest von MDR Sachsen bekommen. Themenwechsel. Ein kleines Jubiläum bahnt sich an. Ab dem 26. Dezember läuft in unserer Sendung ErzTV das Magazin eine ganz besondere Ausgabe unseres Magazins aus dem Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen. Zum 50. Mal sendet ErzTV Themen rund um die Kultur in diesem Bereich. Und natürlich darf das Schnitzen darin nicht fehlen. Einen Schnupperkurs Schnitzen mit dem Taschenmesser in den Sommerferien hat in Schwarzenberg zahlreiche Früchte getragen. Unter der Leitung von Holzgestalter Andreas Schmidt wird seitdem regelmäßig von jungen Talenten Interessantes mit dem Taschenmesser gestaltet. Als in der Schnittstube im Schloss in Schwarzenberg wieder einmal die Späne gefallen sind, hat Steffen Kind dem Kurs einen Besuch abgestattet. Was er dabei erlebte, können Sie in der nächsten Ausgabe von ErzTV das Magazin sehen. Das wird bei uns vom 26. Dezember bis 1. Januar täglich zwischen 7 und 0 Uhr zu jeder vollen, ungeraden Stunde ausgestrahlt. In der Zeit vom 19. bis 25. Dezember hat ErzTV auf diesem Sendeplatz die aus den Vorjahren bekannte Magazinsendung mit Weihnachtsgrüßen im Programm. Veranstaltungstipps. Am 4. Adventssonntag lädt das Bergmannsblasorchester Kurbad Schlemer unter der Leitung von Sven Schremmer um 15 Uhr in die Auferstehungskirche nach Bad Schlemer zum traditionellen Benefiz-Weihnachtskonzert ein. Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit vielen bekannten weihnachtlichen Melodien. Der Eintritt ist frei. Die Kirchgemeinde bittet um eine Spende. Als im Juli Dr. Ingolf Huhn, geschäftsführender Intendant des Eduard-von-Winterstein-Theaters in Annaberg-Buchholz, den Spielplan 2015-16 seines Hauses vorstellte, machte er besonders auch auf die Opernausgrabung Die sieben Geißlein aufmerksam. Am Sonnabend hat diese 10 Uhr ihre Premiere auf der Annaberger Bühne. Das Singspiel in einem Akt stammt von Engelbert Humperdinck und seiner Schwester Adelheid Wette. Während deren Märchenoper Hänsel und Gretel weltberühmt wurde, geriet die sieben Geißlein in Vergessenheit, zu Unrecht, wie Dr. Ingolf Huhn meint. 19:30 Uhr erklingt im Winterstein-Theater am Sonnabend das Weihnachtskonzert der Bläserphilharmonie Thum. Im Pavillon Gemeinsame Mitte Bärenstein-Weipert ist bis Ende Januar 2016 eine Weihnachtsausstellung zu sehen. Diese kam dank der Unterstützung von Schnitzern und Klöpplerinnen zustande. Gezeigt werden einzigartige Kunstwerke und feinste Handarbeit. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Am Sonnabend sind Kinder zum dritten Weihnachtsbasteln in den Pavillon Gemeinsame Mitte Bärenstein-Weipert eingeladen. Zum Preis von 1,50 Euro pro Kind kann von 11 bis 16 Uhr nach Lust und Laune gebastelt werden. Um eine Anmeldung wird gebeten. Die kann von 10 bis 16 Uhr unter Telefon 037347 914900 erfolgen. Damit schließen wir ErzTV Kompakt für heute und sind am Freitag ab 20 Uhr wieder neu zur Stelle. Die Wiederholungen sehen Sie übrigens immer zur vollen geraden Stunde und zwischen Mitternacht und 6 Uhr sogar stündlich. Wildtiere versprechen unsere Tagesbilder mit den Wetteraussichten gleich im Anschluss und unter erztv.de finden Sie uns auch im Internet. Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Glück auf!
Für mich. Für dich. Für die ganze Familie. Das Ringcenter Schwarzenberg präsentiert Ihnen Wetter- und Tagesbilder.